Ciao amici sportivi und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zu der Eishockey League mit den Pustertaler Wölfen. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem 4:1-Sieg über die Black Wings am letzten Spieltag zu Hause versuchen wir heute auch zu Hause, auswärts, einen Sieg gegen Innsbruck, ein Derby, haben wir meiner Meinung nach ist ein Derby, zu erlangen. Wir haben die Verteidigung auf unserer Seite, Innsbruck hat Angriff und Tore auf ihrer Seite. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel gegen die Haie. Sagen auf geht's. Bulli verlieren wir schon mal. Ah, unser Goalie hebt den ersten Angriff der Innsbrucker. Hepper. Die Lücke, aber da steht ein Haifisch. Wir haben immer noch die Scheibe, wir sind immer noch im Scheibenbesitz. Innsbruck verliert die Scheibe wieder, holt sie es aber wieder. Das ist leider Fehlpass. So, Wilcox. Hanna. Andergassen. Eieiei. Icing. Jawohl. Um jeden Zentimeter kämpfen wir. Ah, der Innsbrucker Goalie hebt auch ganz gut. Fünf Minuten nur im ersten Drittel zum Spülen. Schau dir mal, wie das geht. Derbys müssen spannend sein bis zum Schluss, meine lieben Sportsfreunde. Das ist meine Meinung.
2,4 Sekunden nur auf der Uhr. Und somit gehen wir 0:0 in die Drittelpause. Ah, Schott. Es war ein bisschen zu viel Schwung. Muss immer wieder ins Abseits kommen. 15:29 genau. In der Zwischenzeit hat es ja wieder ein Update gegeben. Es war gut, einfach ein Stand, dass die Spiel ist. Oder was gefixt worden ist, da schaue ich ja, wenn wir noch. Okay, 10 Minuten, ungefähr kurze 10 Minuten nur zum Spülen. Steht immer nur 0. Das war ein Fehler. Meiner Seite noch. Meiner Seite. So. Solange dass wir die Scheibe behalten, ist doch das alles kein Problem, würde ich sagen. Jetzt ist es nicht mehr ausgegangen. Aber wir sind schon da, wir sind schon da. Haben die Scheibe wieder, haben die Scheibe wieder. 31 wird es gerade gesehen auf der Uhr. Jetzt hat er den Spuckstor. Jetzt war es den Goalie zu viel. Und er hat die Übersicht verloren. 1:0 für Innsbruck. Auf geht's. Letztes und entscheidendes Drittel. Wir halten uns da nicht zu lange auf.
Wir müssen um den Ausgleich kämpfen. Wilcox. Super, super, super. Nein, wir brauchen jeden Mann auf Mais. Ich weiß, man sieht das gern, gell, aber. Ich sage es immer in diesem Kampf, aber ich brauche jetzt jeden Mann auf dem Eis. Weil ich hundertprozentig weiß, ob einer von unseren Wölfen dann in den Käfig muss. So sehen, wenn man es so sieht. So ein Kuh. So, auf geht's. Wilcox, jawohl, aber Innsbruck hat die Scheibe wieder. Na, ah, und macht es 2:0 gegen die Wölfe. So, jetzt auf geht's, kämpft schon, Jungs. Jetzt haben wir 7 Spiele gewonnen. Schauen wir mal, Schadensbegrenzung, ob wir es noch schaffen. Muss man den Haien zumindest. Zu Hause sind einfach die Mannschaften stärker, gell? Jawohl, da ist das 10. Tor von unserer Nummer 10. Von Johann. 2. Tor in dieser Season. Zumindest ein Tor haben wir geschossen. Im wunderschönen Innsbruck. Aber das erste Spiel, was wir verlieren in dieser Season mit 1:2 und das auswärts. Aber es war ein Derby-Spiel, es war ein super Spiel. Innsbruck hat richtig Feuer gegeben, aber ich glaube, wir haben
gut dagegen gehalten. Aber das war doch nur eine Frage der Zeit, dass wir mal irgendwo hier eine Niederlage einstecken müssen, meine lieben Sportsfreunde. Mir hat das Spiel gut gefallen. Innsbruck wird die ganzen Stars vermutlich einmal so haben. Ja, Innsbruck hat die ganzen Stars. Passt gut. Ja, passt gut. Seht uns ja wenigstens einen Star haben wir, der was ein Tor geschossen hat. Das Derby haben wir leider heute verloren. Aber sei es einer vergund. Sei es einer vergund. Nächster Gegner, der AV19. Unser Zeig bleibt Topstalker. Und wir bleiben Erster. Habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen. So, schauen wir uns die Tabelle um, meine lieben Sportsfreunde. Und drinnen, die darf man nicht vergessen. Unsere Damen, die darf man nicht vergessen. Die Wölfe aus dem Booster da. Sie Aurélie auf dem zweiten Platz. Dann auf dem dritten Platz kommen die Innsbrucker mit 13 Punkten. Der AV 19 mit 4 auf dem vierten Platz. Das heißt, nächstes Mal spielt der Erste gegen den Vierten. Dann kommen die Bratislava Capitals, die Dornbirner Bulldogs auf der 6, Wien auf der 7, Graz auf der 8, Klagenfurt auf der 9, Bozen auf der 10, die Villacher auf der 11, Linz ist auf der 12, dann die Salzburger auf der 13, dann der HK, ich muss mir das jetzt einfach so zurechtlegen, der HK SZ auf der 14 und somit auf dem letzten Platz, meine lieben Sportsfreundinnen und Freunde der gepflegten Eishockey-Unterhaltung. So da, das war's aber, meine lieben Sportsfreunde und Rinnen. Für diese Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Eishockey League mit dem Pustertaler Wölfen weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Vergesst zwar meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.